Was geht ab, meine Wunschkinder? Jericho 5 am Start. Es gibt wieder neue News. Diese wurden zwar schon gestern geleakt, dennoch gibt es vielleicht den einen oder anderen, der es noch nicht weiß. Außerdem gibt es ein paar Sachen, die ich gerne dazu sagen möchte. Und zwar wurde gestern auf der spanischen Facebook-Seite ein Bild des potenziellen polnischen Angreifer geleakt. Das Bild wurde mittlerweile wieder gelöscht, so wie ich das mitbekommen habe, weil das wohl ein versehentlicher Post war. Doch was sehen wir auf diesem Bild? Wir sehen einen wohl doch weiblichen Operator. Wenn man die Lippen auf diesem Bild betrachtet, glänzen diese schon sehr. Das aber wohl wichtigste ist das Gadget in ihrer Hand. Es sieht sehr stark nach einem Granatenwerfer aus, mit zwei verschiedenen Munitionstypen. Der erste Munitionstyp ist anscheinend eine Sprengladung, das erkennt man an dem Symbol und an der roten Farbe. Der zweite Munitionstyp ist wohl eine nicht tödliche Munition. Das Zeichen ist gelb und hat kleine Kreise an der Spitze. Alle sagen, dass dies wohl eine Stun-Grenade sein wird, ich bin da aber anderer Meinung. Denn wenn wir uns mal das Zeichen für eine Stun-Grenade bzw. Flashbang angucken, dann sind diese meist spitz. Ich denke also, dass dies wohl eine Granate sein wird, die eine Art Sonar abgibt. Das wäre außerdem ein viel innovativeres Gadget als eine Standard-Flashbang. Also etwas, um den Gegner aufzuspüren. Ich stelle mir das so vor, dass man die Sonargranate abfeuert, die den Raum scannt und Bescheid gibt, falls sich jemand in dem Raum befindet. Befindet sich dann auch jemand in dem Raum, kann man seinen Granatwerfer nutzen, um den Raum dann zu säubern. Jetzt besteht nur die Frage, wie wird der Unterschied zu Ash sein? Ich denke, dass sich die Unterschiede wie folgt bemerkbar machen. Ashs Granatenwerfer ist dazu gedacht, um Böden, Wände und Decken zu sprengen, weil der Sprengkörper von Ash an Oberflächen hängen bleibt. Der neue Granatenwerfer wird dann dafür eher mehr Schaden machen und nicht an Oberflächen hängen bleiben. Also wenn man eine Granate abfeuert, wird diese wohl genau wie Standardgranaten sein, die an Oberflächen eher kleinere Löcher macht und nicht zum Durchbrechen geeignet ist. Ich weiß nicht, wie ich zu dem Gadget stehen soll, nicht weil mir das nicht gefällt, ganz im Gegenteil sogar. Aber ich habe eine Operator-Idee, die so etwas in der Art machen sollte. Ich habe mir extra Kenntnisse für ein 3D-Programm angeeignet, um das Ding hier zu erstellen und jetzt wird diese Idee wohl wegfallen. Naja, machen wir mal weiter. Das Besondere an der Geschichte ist, dass am 31.10. auf 4chan etwas gepostet wurde, also bevor der Leak erschienen ist. Und zwar, dass die Season Operation White Noise heißen wird und dass die Fähigkeit des Attackers eine Stun-Grenade oder ein Granatenwerfer sein wird, was beides zutrifft. Außerdem wurden die beiden Fähigkeiten der koreanischen Operator geleakt. Der Defender soll wohl unsichtbar für Drohnen sein, so wie ich das verstanden habe. Und der Angreifer soll wohl in der Lage sein, Gadgets aufzuspüren mit Hilfe von Geräuschen. Also die Gadgets der Verteidiger sollen laute Geräusche machen und diese kann er dann aufspüren. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wohl die einzigen Fähigkeiten sind, die die jeweiligen Operator haben. Ich kann mich natürlich aber auch irren. Das Problem bei dem Angreifer ist nur, dass wir IQ haben und die ja schon Geräte aufspüren kann. Ich meine, okay, es gibt öfters ein Äquivalent zu bestimmten Operatoren, aber es wäre mir persönlich schon irgendwie zu wenig. Also ich persönlich mochte die Gadgets aus Blood Orchid schon sehr, auch wenn alle sagen, dass es zu viele Fallen gibt und Ubisoft irgendwie die Ideen ausgehen. Aber mal die Tatsache, dass Lesion zwar nur seine Gumin hat, aber wenn wir uns mal diese genauer angucken, wie diese funktionieren. Sie machen 10 Schaden und alle 3 Sekunden weitere 8 Schaden. Sie fungieren als eine Art Bewegungsmelder. Der Gegner kann nicht sprinten, er kann den Entschärfer nicht platzieren und Montagne fährt sein Schild ein. Also dieses Gadget ist so extrem nützlich. Ich meine, wir wissen ja nicht, was die Gadgets der Operator noch können, aber das wäre mir persönlich ein klein bisschen zu wenig. Gehen wir aber mal zum letzten Abschnitt. Hier wird von einem Zombie-Alien-Modus geredet, wo wohl auch zwei neue Operator kommen werden. Der erste Operator soll wohl eine temporäre Heilung sowie eine Rückstoßminderung und einen Schnelligkeitsboost bekommen. Und der zweite Operator eine Art Wallhack wie Puls, der für 10 Sekunden anhält. Der Zombie-Modus wird dann wohl mehrere Zombie- und Alien-Typen aufweisen, wie zum Beispiel Mumien, gepanzerte Charger, was mich auch an die Charger aus Left 4 Dead erinnert. Ein Stachelschwein? What the fuck? Blowers, was auch immer das machen soll, Spike-Zombies und normale Zombies. Dazu soll es 3 Maps geben, ein Krankenhaus, ein Motel und ein Schrottplatz bzw. eine Wohnwagensiedlung oder auch Trailerparksiedlung. Klingt für mich echt stark nach einem Left 4 Dead Nachfolger und irgendwie eine verbesserte Version vom Terroristenmodus, weil der ist ja schon irgendwie sehr langweilig. Also ganz wichtig, nochmal, es ist nicht offiziell, Leute. Das kann alles gefaked sein, kann aber auch sein, dass diese Leaks zutreffen, denn das wurde gepostet, bevor man wusste, dass die neue Season Operation White Noise heißen wird. Und bevor man was von der neuen Attackerin wusste. Und beides trifft bisher zu. Also, was haltet ihr von dem neuen Operator? Was denkt ihr? Wird es eine Flashbang sein oder eine Art Sonar, welches die Position anzeigen wird? Und was haltet ihr von dem Zombie-Modus? Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.